da sind wir wieder. Aus der Bandwechselpause. Ja. Ist natürlich gerade blöd, dass diese Pause ist. Und jetzt kann ich natürlich nicht. Jetzt kann ich es drüber sagen. Was mir ist wieder eingefallen, wenn wir als nächstes machen sollen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir als nächstes Armad Amadillo machen müssen. Aber dank der Pause denkt jetzt natürlich jeder, ich habe es wahrscheinlich gegoogelt. Desto mehr würde es mich freuen, wenn es jetzt nicht stimmen würde, aber es stimmt nämlich, glaube ich. Deswegen, den müssen wir jetzt als nächstes machen, weil die Waffe vom Nur wir beide wissen das Geheimnis, auch da gebubelt. 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 Bub, neue Bubel, Suchmaschine. Bubel. Bubel das mal. Armored Armadillo. Gepanzertes Besser als Gürtel. Armored Armadillo. So. Gepanzerter Dildo! Ab jetzt ist das Video ab 18. Ab jetzt könnt ihr das Video auf FOS sehen. Was macht der überhaupt? Kann man das auch aufladen? Später erst. Dazu brauchst du erst wieder das Waffen-Upgrade. Hallo, das ist doch Stachel, siehst du das nicht? Dran. Da hat das Spiel schon 16-Bit und Pixel des Todes. Ah, auch cool. Voll die geile, auch geile Stage damals gewesen. Steigst du auf so das Ding, wird so, wow! Speed, Speed, Speed. Ja. Genau. Das Ding. Das Ding ist auch inspiriert von diesen Teilen hier, die in den Kopf deines Wasserglas. Du sollst in die Richtung. Hallo? Ja, mach das ein paar Mal. Noch ein paar Mal. Du meinst diese Kuckuck-Dinger mit dem Wasser, die immer so wippen. Diese Wippvögel. Wahrscheinlich, ne? Diese Kleingegner hat ja. So, jetzt gib Gas. Ich glaube, hier war. Doch, gib Gas. Gib einfach Gas. Da kannst du auch noch nicht ran. Da kannst du später erst, wenn wir noch brauchen, wir auch wieder ein anderes Upgrade. Ha! So. War das Slamen? Nein! Ach, man kriegt trotzdem ein Passwort. Komm, ich schreib mir das mal auf den Müll. Dann hatten wir den. Ach. Lass mal ein bisschen Platz auf dem Zettel. Wer weiß, wie lange wir hier noch sitzen. So viel Kombination können es gar nicht sein. So. Außerdem geht's eh weiter. Also geht eh weiter. Für den Fall, dass wir abbrechen müssen, ist es eigentlich schon gedacht. Oder dass die Wii mal abbricht oder so ein Aufnahme abbricht. Kamera abbricht. Ich mich erbrich. Ja. Wir uns einfach erbrechen. Ich will spielen! Radi! Jetzt gleich drauf springen. War schon cool damals, die Stage. So Selbstläufer. Und die hat sie bei. Nee. Selbst scrollende Dinge hat sie früher auch schon gehabt, aber das war halt. Hat halt voll den Speed gehabt, ne? Hi! Diese blöden Steampunk-Mäuse. Dampfbetrieben. Ja. Oh, gucken, wo muss ich hin? Bam! Bam! Double Kill. Du kannst natürlich auch. Ja, das ist glaube ich erst später dann. Wir könnten den auch platt machen, theoretisch. Ich glaube, wir müssen ihn sogar an einer anderen Stelle später mal platt machen. Du sollst da hochspringen. So, auftanken. Da war nicht irgendwo runter. Ah ne, er ist nämlich sowieso in die Stacheln gefallen. Achso. Warte mal, jetzt bin ich gerade im. Nee, da war nicht. Oder kommt er doch gleich nochmal an? Nee, ich bin gerade überlegen, ob da wo er rauskommt, kannst du ja dann später hin. Weißt du, wie ich mein? Kann man die Stage dann nochmal anwählen? Ja, die kriegen? Können wir nachher nochmal machen. Ach, also dann quasi musst auch. Musst du, also heißt, musst du, um es dir einfacher zu machen, musst du natürlich auch später dann nochmal hin und dann die einzelnen Geheimnisse dann, wie eben dann zum Beispiel die Lebensleistenvergrößerung dir dann da zu besorgen. Ding, 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 ding. Auch übel, einfach ganz halt nett. Guck nur, wann muss man. Jetzt. Wann muss man abspringen? Wo ist das Loch? Genau. So. Jetzt kommt auch, glaube ich, wieder so ein. Ach ne, jetzt kommt Boss. Jetzt ist Gegner. Der da. Ah, ich bin genau in ihn reingefallen. Schön. Danke, Spiel. Du kannst natürlich jetzt. Warte mal. Ich glaube, du kannst nicht vor ihm landen. Hier ist so eine Stelle, wo du ihn aber vor. Ja, jetzt musst. Läuft er vor quasi vor uns erstmal weg, genau. Oder? So, jetzt gehen wir mal schön auf die Seite. Jetzt musst du richtig jetzt. Speed, nein, da ist schon hinterher.
Ja, ich glaube, jetzt sind wir schon zu langsam. Weil der macht nämlich irgendwo hier von der gleichen Stelle, wo ich. Da wäre die Stelle gewesen. Ja. Ja. Und da gibt's dann so ein Leben, Power-Up. Genau. Wir müssen ihn quasi umbringen, bevor er den Fels wegschreddert, dass wir dann noch hinspringen können. Also. Du schießt. Naja, komm, machen wir den Anlauf mal. Die Chance ist sowieso groß, dass wir es nochmal machen. Kannst du quasi einen taktischen Selbstmord begehen? Ah, jetzt kommt auch die coole Stelle. Also nicht wegen den Vögeln, sondern. Nicht wegen den Vögeln. Wegen dem hier. Wey! Spring! Nein! Da war unser taktischer Selbstmord. Ja, alles geplant. Ja, nimm am besten mal. Nee, Eis hat glaube ich nicht so viel Damage gemacht. Lad auf und dann direkt dran und dann gib ihm Feuerknopf. Da rechts, rechts, rechts. Du musst einfach direkt hinterherlaufen und Feuer, Feuer, Feuer. Gas, Gott, gib Feuer! Stoff! Achso, jetzt schon? Ja! Direkt drauf! Das Ding hat Rüstung Leben los Todes. Einfach richtig. Ja, das ist wieder nicht. Nee. Knapp. Vielleicht haben wir ja noch einen Versuch. Wir wissen es ja nicht. Ja. Also klar, das ist eine Feinheit, die man ja sich immer eignen muss. Du konntest. Warte mal. Konntest du in den Originalteilen die Stages nochmal auswählen? Ich frag nicht. Nee. Nee, ne? Kommt jetzt zwar nicht verrückt drauf, aber. Du kannst auch weiter. Ich glaube, da oben konnte man. Nee, da ging es nicht weiter hoch. Ich glaube, woanders da. Ja, ich kenne das. Jetzt müssen wir ihn hier nehmen, oder wie? Genau. So, aufladen kommt man den ja nicht. Nee, noch nicht. Das kommen wir erkennen. Im Hintergrund. Müssen wir so anders das Secret finden. Secret. Und? Jetzt. Genau! Stopp nicht, vorsichtig, nicht verbannen. Nein, nein, warte! Das. Du musst doch immer erst warten, bis er aufhört zu leuchten, dann kannst du in den nächsten Level landen. Hast du kein Mega Man gespielt? Nein! Wie viel Leben haben wir noch? Eins oder zwei? Eins. Eins. Du kannst doch Mega Man typisch immer nur Schaden zufügen, wenn der irgendwo so eine kurze Unverwundbarkeitssequenz. Bevor du wieder den nächsten Hit landen kannst. Da kommt der Ewe erstmal wieder angeholt. Wahrscheinlich. Genau. Hallo! Jetzt. Genau, jetzt macht der nämlich auch, glaube ich, nicht mehr dieses Hick-Hack-Hacke. Und rollt höchstens unten rum, glaube ich. Oder gar nicht mehr. Nee, doch, rollt ein bisschen. Okay, dann mach doch noch was. Nein! Unsere also Zuschauer sind wie immer herzlich eingeladen, jetzt zu buhen. Jetzt zu buhen? Herzlich eingeladen. Bitte buhen Sie jetzt. So, ich war auch vorher nicht besser. Man denkt, man hat's drauf. Ich denke auch, ich würde mir auch wieder so dumm anstellen. Man denkt, oh, das ist easy. Und dann machst du es und dann so. Jetzt. Mach dann die Panzerung weg. Spring einfach hinter ihn dann. Ja, mal. Boost drüber, kannst vorwärts. Yes, jetzt muss er wieder rein. Jetzt. Ach. Hier. Soll ich? Mr. Pro. Hast du mich jetzt dafür eingeladen, dass ich jetzt das Spiel hier durchspiele? Ah. Erstmal den Armor greifen. Armor. Piep. Armor piep. Armor. Von Bohemian Interactive. Das ist das neue Killer-Simulationsspiel von den DayZ-Machern. Armor, Armor, hala, hala, hala. Armor, hala, hala. Amahala. Amahala Mahala. Alle Mala Aquahala. Ist ja nicht so. Ich habe ja noch einen anderen noch mit. Linecast hat mir ja nicht nur diesen Adapter geschickt, sondern ich hatte ja auch so einen Off-Brand. Kannst ja mal jetzt einen Vergleich mal in die Hand geben, der ist offen. So. Da, ich kann ja mal den Karton in die Linse halten. Off-Brand.
SNES-Controller. Da. Mein Form gleich und alles. Ja, Form gleich und alles. Aber guck mal, die Schulter hast du. Ja, die Schulter. Hallo. Ja, kriegst du das Druck um des Todes, ist das. Dann normale Schultertasten. Weich. Hier passiert aber nichts. Hier musst du. Ja. Das Steuerkreuz ist aber auch ähnlich. Ah. Ja, das ist auch ein bisschen. Aber das ist quasi Ami-Controller. Ja, genau. Und das kommt noch dazu. Das ist das Ami- und japanische Design. Zum einen natürlich durch die Farben. Und was ich aber gar nicht so verkehrt finde, dass die einen konvex und die einen konkav sind. Ah. Also die Buttonreihen sozusagen. Ja. Das ist ganz nett. Was machst du denn hier? Sonst geht eigentlich ganz okay aus. Sonst ist der ganz solide. Also wenn man, muss man überlegen, der ist neu in dem Sinne. Aber ach. Ja, wie gesagt, das mit den Schultertasten ist jetzt nicht so berauschend. Was jetzt ne? Ja, da kannst du dann essen. Ach ja, das ist hier Mega Drive. Ja genau. Oder kannst du, ich weiß nicht, mal probiert habe, werde ich mal auch noch machen. Ja, das ist ja der. Wow! Mega Drive und die alten Atari. Ja, genau. Atari Joysticks und hier den Competition Pro. Das ist dann zum Beispiel IK Plus. Mit dem Original. Das wäre natürlich auch cool dann. Für die Conference und so. So, jetzt kommt der Typ. Warum standest du? Ja, hier war's. Das war natürlich deshalb geplant. Nicht rein! Oh nein! Nein! Was tust du? Ah! Oh, ich könnte noch. Oh! Ich könnte noch lang. Geht's noch? Geht's noch? Da. Komm. Doch. Ja, ja. Ja! Da! Da haben wir unser erstes. Guck hier! Ja, oh, allem, das hast du voll gebracht! Ja, ja, eigentlich vorhin, aber was assi ist, sonst hast du immer hier, wenn du ein volles Leben irgendwo anderen Spielen so ein Upgrade, dass du wieder aufgeladen bist. Hier ist es nur so einfach. Mach das so. Einfach nur dieses Stückchen, was du eingesammelt hast. Ja. Yay! Mit Leben. Guck, das habe ich schon fast durchgespielt. Fast durch. Bang, bang. Wo kann ich machen? Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. I don't wanna know your end boss. I don't wanna. Ah! Nein! Okay, muss ich ja gar nichts machen. Doch, da ist noch ein Leben. Genau, aber das bringt jetzt. Nee, ist nur Energie gewesen, oder? Ja, war nur Energie. Bringt uns in dem Sinne nichts. Aber Hauptsache hat es mal gesehen. Ja. Das ist so wie die richtige Rundreisetour hier mit. Einmal die Mega Man X-Tour. Ravioli Airlines. Lehnen sich zurück. Genießen Sie die Show. Und jetzt kommt er erstmal an. Ja, dreh dir einen Voice. Ach ja. Bäh. Bang. Okay. Du hast ihn aber getroffen. Ja, doch, stimmt. Der hat ja keine seine Panzerung nicht mehr. Also kannst du den noch. Oh. Ach, man kann ihn da auch so treffen. Ja, hätte ich das gewusst. Ja, dann. Hätte ich das gewusst. Hallo? Nein. Jetzt stelle ich mich selber so blöd an. Meine Güte. So, nochmal. Voll die Animation gehabt eigentlich. Mach kurz vor so ein Lag, ne? Ja. Vor der Linie, der Boss kommt. Nicht, aber jetzt. Das ist nicht mehr unbedingt bei der Sack. Ja. Ich sehe da hinten. Ah, der dreht sogar. Ja, ja, ja. Nein. Ein noch. Ah. Guck. Ah, ich bin nicht immer, ich bin tot. So, jetzt haben wir einen neuen Schuss gekriegt. Jetzt weiß ich doch. Jetzt weiß ich, wen wir als nächstes wieder machen müssen. So langsam kommt es wieder. Langsam kommt es wieder hoch. Ewe Kimzimmer. Ja! Nächste Stage. Nächste Weltreise. Oh, ich hab's geskippt. Mann, ihr habt die Waffe geskippt. Das schreiben wir uns jetzt nicht auf. Jetzt. So, jetzt haben wir diese Rollwaffe gekriegt. Die ist gegen Monsieur Octopus oben ganz gut, wenn ich mich recht entsinne. Und da war es nicht. Wenn. Wenn. Zap, zap. Was wäre wenn denn gewesen? Wie ist der denn? Lounge Octopus! Oh, der hat auch fiese Zwischengegner.
Muss ich ja schon mal motivieren. Ah! Ein Wasser noch. Wie ist denn jetzt halt an Land? Ja, er soll lieber zurückgehen, sonst rutscht der so rein. Vor allem das Coole, wenn du halt auch, wie gesagt, immer diesen Dash-Jump machst, du hast halt auch noch mehr schnellere Kontrolle in der Luft. Weißt du? Du kannst so richtig so links, rechts antäuschen und sowas. Und unter Wasser spielst du natürlich dementsprechend noch krasser. Was war da? Ach, ey, man sieht die gar nicht. Da links, dem das Leben. No. Dein Leben, das Leben. So, was tun wir noch, ne? Siehst du, da jetzt nach rechts. So, jetzt kommt noch die Easy-Variante. Du kannst den oben das Periscope abschießen, wenn du Bock hast. Hallo! Ja, wie sind die, ist die so random. Was halt Arschlöcken, was auch immer. Wurscht, oh, der saugt. Er sackt. Saugt. Der sackt hart. Ich glaube, die machen sind, die kommen, glaube ich, immer an derselben Stelle, wo sie die Wiese sich hoch und runter wieder machen. Ah ne, da wo du stehst. Ding jetzt noch. Ja. War ja noch einfach. Ding ich noch. Das war ja noch einfach. Voll die komische Teil hier. Auch so eine Stelle, wo du halt allein deswegen macht schon Sinn, diesen Dings. Hallo? Ja, voll, von denen kannst du ja aufgesaugt werden. Die sacken auch nämlich. Dann stecken wir noch einiges weg. Ja, wenn man. No man, ja, das gleiche dafür, die nächsten aber, aber die machen keinen Schaden. Wollen wir schon nicht frech bringen? Oh. Ah, Vorsicht, jetzt, weil jetzt wird's lustig mit dem Saugen. Ja, er pustet auch ja, noch! Sackt und blowt. Hallo! Der ist nämlich assi. Wie gesagt, das ist so eine fast eine Krankheit, die sich durch das Spiel zieht, dass die Endboss, die Zwischenbosse dann meistens assiger sind als hier die eigentlich Endgegner. Hi, wa! Yeah. Gut, ich bin die halbe Miete. Oder was? Hallo. Ja, oder du konzentrierst dich, machst erstmal hier das Movement und dann in den Pausen verballerst du den. Nicht, dass du da. Das sind dann die Advanced-Technik. Dann während des Movements dann die noch da abzuballern. Okay. Oh, ihr macht's auch so. Hallo! Ah. Na, was hier einfach kein Leder mehr, weil ich das zerkratzt hab. Ja! Sofa kaputt. Grr, grr, grr. Sofa. Ching! Ching! Katsching! Zap, zap, zap. Das kann sich nur noch. Das Cover war nicht so cool. Da ist er ja drauf, da. Ja, Lounge, der Lounge Octopus. Der Octopussy. Dr. Octopus. Ready? Und voll am Teasen, hier hat er schon die komplette volle Armor an. Diese Advanced Rüstung. Doch. Kriegt noch wegen dir hier noch ein graues Haar bei dem Video. Seehunde wollte ich gerade sagen. Seepferdchen. Fossi. Wey. Bei den nächsten rein. Jetzt kommt wieder das Easy-Schiff. Ach, das Ding ist ja schon weg. Hier.
Hit triggern, gutes altes Mega Man. Hallo. Im Grunde hat sich das ja ein bisschen auch durch die komplette Serie gezogen, weil wenn ich jetzt mal überlege, ich glaube beim 9er war es, gab es doch später diese blöden Elefanten. Diese ja, Kugel immer. Die waren auch, vor allem die Kugel. Das ist genauso mit den Saugen und Tun genau, und der Kugel selbe, und den Löcher. Fast derselbe erste, Gegner. Ja. Vor allem, der erste war noch ruhig easy, weil ja, er hat eben eine Fläche, ohne irgendwie, dass das die Umgebung, die ich noch irgendwie töten kann. Bei einem anderen mal die dann schon Löcher, ne? Ja. Selbes Spiel. So die nächsten von Fisch zu Fisch, von Fisch zu Fisch. Oh, ich hab jetzt schon. Vom Thermometer oder Wasser? Hi! So. Oh! Sein Leben! So, vielleicht gleich wieder. So, komm mal, und dann pustet er wahrscheinlich wieder, oder? Nee. Gib ihm Stoff! Yeah! Das Leben! Puls! So, jetzt kommen so Dinger mit Torpedo hoch, oder? Ist das da? Nee. Geh mal zurück. Hä? Da, geh mal da dran, geh mal springen rein. Geh mal hoch. Ah. Und da hoch rechts. Warte mal, bis der nächste kommt. Coole Strudel. Jetzt gibt's noch mal einen richtig schönen Strudel mit Sahne. Ganz hier oben? Genau, nach rechts. Das ist nämlich mal Leben. Yeah! Da geht's nicht weiter. Wäre auch zu schön gewesen. Ist nicht wie Mario, wo du hier plötzlich im Hut rumspringst. Außer halt das Greens da rummachen lässt. Yeah. Du bist auch mutig, ne? Könnte ja überall Stacheln sein. So, ich geh mal hoch. Spring. Ach! Ne, ich glaube, hier geht's noch. Mach den nächsten Stuhl, geh mal rechts. Hier, da, musst du hoch. Du kommst nämlich, springst auf das Schiff. Ach. Mit Boost. Ich will das nicht. Scheiß Boost! Scheiß Boost! Jetzt. Jump und dann Boost drüber. Genau. Ja. Boost mit A! Ja, mach ich ja, aber er macht's ja nicht in der Luft. Das ist ja das Problem. Oder? Nee, in der Luft kann man nicht. Dann gehen wir nach, versuchen ganz nach rechts zu gehen. Ja, genau, siehst du? Ging doch. Ja, man muss das schon mit Vorsicht, Boost. Kann ich greifen. Mit Boost reinspringen, ja. Ja. Kann vor. Nee, er kann mit. Ja, stimmt, wie noch im 9er dann. Musst du da reinspringen und er behält quasi den Boost. Ja. Kann man das Ding jetzt kaputt machen oder ja, nicht? Ja, da hat nur Hitpoints des Todes. Und noch mehr Scheiß, noch mehr Mist. Das sind halt ein Kriegswahlboot. Einfach draufbleiben. Hallo. Nächstes Secret nämlich. Und nach rechts jetzt. Ja, du kriegst hier die. Jetzt kommt noch ein anderer. Ach, stimmt, die Stage hat ja nur Endbosse. Zwischenbosse. Jetzt kommt auch nochmal ein blöder. Der da. Hallo, ich will mich nicht an dem festhalten. Du musst auf den draufspringen. Hallo. Und am besten warten, wenn er dann mit Boosten drauf, genau in den Kopf, aber dann... Nein, nicht zu nah ran, der hat auch Stacheln! Jetzt kommt nochmal der U-Boot zwischen raus. Genau, das musst du nämlich nochmal, weil nur wenn das U-Boot zerdünnerst. Ach, und der kommt auch nochmal erst. Ja, deshalb! U-Boot! Alter. Hat der hier Spaß. Nöde. Warum spielen wir das jetzt nochmal? Weil es geil ist. Du merkst nicht, wie geil es ist. So unbewusst geil ist das Spiel. Ungewollt, unbewusst. Du bist hinterher ein besserer Spieler. Es war. Die Stages an sich sind nicht so schwer. Wie gesagt, die Zwischengegner sind es halt, ne? So, da oben. Nicht hoch, das ist nur. Wenn überhaupt, das haben wir glaube ich sowieso schon eigentlich. Ja. Den nächsten Stuhl, ne? Es wird ein Angstlevel. So. Ach. Genau. Kannst eigentlich ganz links bleiben, weil die gehen. Ach so, die gehen gleich. Nicht von ein Stück links, sondern musst du nur von den Mörsern, die ab und zu mal. Genau.
nicht lange dabei. Mein Handy vibriert. Das ist es, dein Bandometer? Glaube ich nicht. Achso, dann mach's weiter. Genau. Du musst auch erstmal drauf kommen, dass du da drauf bleibst, ne? Gucken wir mal. Nein, Facebook! Was ist dieses Facebook? Dieses, was ich so häufig nutze. Da bist du doch gar nicht, oder? Doch. Echt? Bin ich überhaupt mit dir befreundet? Ha! Das? Ja. Sind wir es denn im richtigen Leben? Na Gott. Wahnsinn! Ah! Hochklitscht. Quasi, man muss dann jetzt irgendwie. Ja, du kannst schon und dann nicht in die. Ja, deshalb. Ja, wenn er. Achso, dann. Immer, ja, aber am besten mit dem Boost, weil dann bist du auch höher. Springst du weiter. Wieder eine. Nee, der macht jetzt noch nicht die Drehung rechts. Nach links. Ich werde heute nicht alt mit dir. Au, au. Du dachtest doch sogar selber. Warum spielt der so komisch? Oh! Mann! Da ist doch was eingelassen. Yeah. Echt wieder? Ja, ich hab jetzt. Ist genug. Es wieder soweit? Ist es wieder soweit? Hui! Achso, die Hände kommen ja sogar so an. Was macht der? Pusten, Blasen? Ah, nee, nochmal so. Pusten? Blasen? Pusten? Bläster? Puster? Puster? Saugt da? Lutscht da? Was? Jetzt komm ich doch schon wieder. Ah ja, wunderbar.